Heute sprechen wir endlich mal wieder über einen bestimmten Flugzeugtypen. Und auf der Airbus- und Boeing-Seite sind wir mittlerweile ziemlich weit gekommen. Also da sind wir mit den in Anführungszeichen wichtigsten Flugzeugtypen eigentlich durch. Die haben wir abgehakt. Das heißt, wir machen das, was ihr euch jetzt die ganze Zeit schon gewünscht habt. Wir schauen jetzt endlich auch mal richtig bei den anderen Herstellern vorbei. Und ein ehemals wirklich großer Name, auch im Verkehrsflugzeugbau, war Lockheed. Und von denen schauen wir uns heute mal die TriStar etwas genauer an. Und damit viel Spaß. Und damit hallo und ganz herzlich willkommen zu einem neuen Video. Ich hoffe, es geht euch gut. Die wichtigste Info direkt mal vorweg. Die TriStar ist das letzte zivile Flugzeug von Lockheed. Das letzte zivile Flugzeug, was dieser Flugzeughersteller produziert hat. Das spricht nicht gerade für das Flugzeug. Und tatsächlich wurde die Lockheed TriStar auch nur 250 Mal produziert. Geld verdienen konnte man mit diesem Flugzeugtypen nie. Und trotzdem, TriStar, also die Lockheed 1011 oder 1011 oder 1011 oder wie auch immer man das Ding nennen möchte und die DC-10, das sind die beiden Flugzeuge, die man mit dieser faszinierenden und beeindruckenden Konstruktionsweise mit drei Triebwerken verbindet. Aber mal zurück auf Anfang. Wie immer beginnen wir mit einer kleinen zeitlichen Einordnung. Und da müssen wir bei der Lockheed TriStar tatsächlich ein gutes Stück in die Vergangenheit gehen. Denn die Idee oder der Wunsch nach diesem Flugzeugtypen oder generell nach einem Flugzeugtypen in dieser Größe entstand in den 60er Jahren. Das ist nicht nur schon eine ganze Weile her, sondern da sah das Thema Luftfahrt natürlich auch noch ganz anders aus. Das erste in Serie gebaute Strahlverkehrsflugzeug der Welt, also das erste Verkehrsflugzeug mit Jetantrieb, die de Havilland Comet, die war zu dieser Zeit gerade mal so 15 Jahre in der Luft. Und Boeing 707 und Douglas DC-8, die beiden ja, Mittel- bis Langstreckenflugzeuge, die das Thema Verkehrsfliegerei mit Jetantrieb erstmal so richtig revolutioniert haben, das ganze Thema erstmal so richtig vorangebracht haben, die Dinger waren zu dieser Zeit quasi noch neu, waren gerade mal seit 6 Jahren in der Luft. Einen Jumbo, eine Boeing 747 gab es zu dieser Zeit Mitte der 1960er Jahre noch nicht und auch die Boeing 737 hatte man noch nicht fertiggestellt. Und das sind beides Flugzeugtypen, die es schon verdammt lange gibt. Boeing als Flugzeughersteller, der damals schon den größten Marktanteil im Zivilflugzeugbau hatte, hatte gerade erst die 727 zusammengeknüppelt und war jetzt mit diesen Projekten Jumbo 737 vollkommen ausgelastet und befand sich mit exorbitanten Ausgaben und der Idee von mehreren Flugzeugfamilien mit Strahltriebwerken, strahlgetriebenen Verkehrsflugzeugen für so jeden Bereich in der Zivilfliegerei, sicherlich doch eher auf der risikoreichen Seite des Lebens. Also die hatten echt gut zu tun. Wenn man mal ganz kurz drüber nachdenkt, dann muss das eine ziemlich aufregende Zeit gewesen sein. Denn der Jetantrieb, der war natürlich noch immer neu in der zivilen Fliegerei. Es gab noch nicht viele Flugzeuge, die mit diesem Antrieb unterwegs waren. Auch wenn man zu dem Zeitpunkt schon dachte, dass man die größten Kinderkrankheiten mittlerweile aus dem Weg geräumt hatte. Das, was man da produzierte, das war natürlich alles noch sehr laut und spritfressend. Aber der Jetantrieb gab den Flugzeugherstellern jetzt eben die Möglichkeit, sehr zuverlässige und sehr leistungsfähige Verkehrsflugzeuge zu bauen und sorgte damit nicht zuletzt natürlich auch für bezahlbare Tickets und für immer mehr Passagiere in Verkehrsflugzeugen. Also es gab natürlich zu dieser Zeit sehr viel mehr bedeutende Hersteller mit entsprechend bedeutenden Marktanteilen in der zivilen Luftfahrt als das, was wir heute so kennen. Und für jeden Hersteller war dann irgendwie auch Platz. Und jeder Hersteller hatte zu dieser Zeit die Möglichkeit, jetzt mit diesem neuen Jetantrieb wirklich etwas Herausragendes zu produzieren. Und Fluggesellschaften sowie auch das Militär verlangten jetzt natürlich nach diesem neuen Antrieb, wollten von diesem neuen Antrieb in seiner halbwegs ausgereift scheinenden Form profitieren und forderten dementsprechend auch die zahlreichen Flugzeughersteller. Die US Air Force war zu dieser Zeit Mitte der 1960er Jahre interessiert an einem strahlgetriebenen Großraumflugzeug, um die alten propellergetriebenen Truppentransporter abzulösen und Fluggesellschaften wie beispielsweise American Airlines forderten ebenfalls Großraumflugzeuge mit Strahltriebwerken, um damit ihre Hubs zu verbinden, ihre Drehkreuze zu verbinden und damit eine neue Masse an Fluggästen zu begrüßen. Während der Flugzeughersteller Lockheed einige Jahre zuvor mit der zuverlässigen, aber damals noch sehr viel Arbeit machenden Lockheed C-130 Hercules einen riesengroßen Schritt in Richtung Militär gegangen ist
und dann auch den eben erwähnten Militärvertrag für das strahlgetriebene Großraumflugzeug für sich gewinnen konnte. Das war dann damals die Lockheed C-5 Galaxy. Währenddessen konnten die beiden Flugzeughersteller Boeing und Douglas mit ihren Forschungen und Entwürfen in die zivile Luftfahrt gehen. Und daraus entstanden dann dementsprechend die Boeing 747 und die Douglas DC-10. Lockheed hatte zu dieser Zeit zumindest, also im Vergleich zu den anderen beiden großen westlichen Herstellern, im Vergleich zu Boeing und Douglas, etwas mehr auf der Militärseite erreicht. Wollte jetzt die wirklich vielversprechende Zivilluftfahrt natürlich nicht links liegen lassen, sondern dort auch etwas Passendes produzieren. Das könnte man jetzt so ein bisschen als zweites Standbein betrachten. Und während Boeing jetzt also zu dieser Zeit das quasi unvorstellbar große Flugzeug entwickelte, machte Lockheed im Wettstreit gegen Douglas mit, um ein Großraumflugzeug knapp unter der Kapazität der Boeing 747 zu entwickeln. Und auch wenn sich das jetzt mit dem Militärgeschäft und dem zweiten Standbein so ein bisschen so angehört hat, darf man jetzt nicht denken, dass Lockheed das entsprechende Flugzeug einfach mal so nebenbei entwickelte. Damals hatte dieser Hersteller nämlich die entsprechenden Ressourcen und nicht zuletzt natürlich auch die finanziellen Mittel, um so ziemlich das Beste zu bauen, was es für diese Zeit gab. Und Lockheed setzte dementsprechend schon deutlich mehr zu dieser Zeit auf Effizienz und neue Technologien, als das andere Hersteller taten. Die so ziemlich einzige Vorgabe für dieses damals neue Flugzeug war halt auch nur, man baut halt einen Widebody mit einer Kapazität von knapp 400 Sitzplätzen. Und so entstand in der Idee ein kleiner Jumbo, dem vier Triebwerke zu viel waren, zwei Triebwerke auf der anderen Seite aber wiederum zu wenig. Aufgrund der damaligen Infrastruktur an den Flughäfen, der Bahnlänge und so weiter und natürlich auch der Tatsache, dass wenn man dieses Flugzeug, was ja eigentlich als Mittelstreckenmaschine erstmal konzipiert ist, wenn man das dann irgendwann auf die Langstrecke schicken möchte, da wird ja niemals jemand auf die Idee kommen, ein Flugzeug mit zwei Triebwerken über den Atlantik fliegen zu lassen. Und weil es an der Stelle gerade passt, können wir auch direkt mal ein ganz klares Merkmal besprechen, mit dem sich die DC-10 von der Lockheed TriStar unterscheiden lässt. Und zwar ist das die Art und Weise, wie die beiden Hersteller das dritte Triebwerk in dem Flugzeug verbauen. Bei der DC-10 sitzt der dritte Motor wirklich hinten im Leitwerk drin. Triebwerksein- und Auslass befinden sich auf einer Höhe, man hat da einfach halt dieses Ding dazwischen gesteckt. Bei der Lockheed TriStar wiederum, dort sitzt Triebwerkseinlass und Triebwerksauslass nicht auf einer Höhe. Da ist irgendwas dazwischen, ein sogenanntes S-Rohr. Genauso hatte man das ja auch bei der Boeing 727 gemacht, ist zwar etwas komplizierter, etwas komplexer von der Bauweise und von der Entwicklung her, ist aber dann unterm Strich auch ganz einfach aerodynamisch etwas schöner und soll somit in der Theorie auch ein wenig Sprit sparen. Aber das bringt uns dann auch schon direkt zum wahrscheinlich wichtigsten Unterschied oder zum wichtigsten Punkt generell in dieser ganzen DC-10 Lockheed TriStar Geschichte. Und zwar sorgte nicht zuletzt diese etwas kompliziertere Bauweise dann dafür, dass die Lockheed TriStar wirklich nur mit den RB211 Triebwerken von Rolls-Royce ausgeliefert werden konnte. Diese Triebwerke forderte Lockheed damals ganz neu bei Rolls-Royce an. Und das ist ja auch erstmal gar nichts Schlechtes, denn neue Triebwerke sind meist tatsächlich einfach besser als alte Triebwerke und so war es auch hier. Gerade auf dem Papier waren die RB211 Motoren von Rolls-Royce, so wie sie dann für die Lockheed TriStar entwickelt wurden, tatsächlich ein gutes Stück effizienter, neuer, besser, moderner als die Motoren, die Douglas für die DC-10 zur Verfügung hatte. Was wir heute immer wieder sehen, war aber halt auch schon damals ein riesengroßes Problem. Und zwar hat sich der Triebwerkshersteller Rolls-Royce mit den neuen Motoren übernommen. Sie haben das so einfach nicht hinbekommen, wie sie es versprochen haben, haben das vor allem nicht in dem Zeitraum hinbekommen, in dem sie es versprochen haben. Und Rolls-Royce hat in der Entwicklung der RB211 Motoren so wahnsinnig viel Geld verloren, dass das Unternehmen am Ende des Tages kein Geld mehr hatte und dann verstaatlicht werden musste. Und das kostete selbstverständlich alles wahnsinnig viel Zeit. Und da es für die Lockheed TriStar ja jetzt kein anderes Triebwerk gab, musste man diese Zeit ganz einfach abwarten. Und das war Zeit, die die DC-10 natürlich für sich nutzen konnte, denn man hatte sich auf Lockheeds Seite jetzt von einem Triebwerkshersteller abhängig gemacht und die Douglas DC-10 mit ihren schon bewährten CF6-Triebwerken von General Electric konnte dann im August 1970, gut 2,5 Monate vor der Lockheed TriStar, das erste Mal in die Luft gehen. Diese Verspätung gegenüber der in Anführungszeichen einfacher konzipierten Douglas DC-10, für die sich der quasi Auftraggeber American Airlines dann übrigens vor allem aus Kostengründen entschieden hatte, summierten sich bei der ersten Auslieferung der Lockheed TriStar im April 1972 dann auf übrigens so knapp 8 Monate.
Die erste Maschine ging damals dann an Eastern Airlines. Fliegen konnte man mit diesem neuen Flugzeug jetzt vor allem Mittelstrecke. Gerne im US-Inland, das funktionierte ganz hervorragend, mit wie gesagt bis zu 400 Gästen an Bord. Die Reichweiten der ersten zugegebenermaßen noch etwas speckigen Maschinen, was aber nichts Unübliches ist. Die ersten Modelle eines bestimmten Flugzeugtypen sind gerne mal etwas schwerer. Das war auch noch bei der 787 so und ist auch jetzt immer noch bei neuen Flugzeugtypen so. Alles ganz normal, drückt aber natürlich auf die Effizienz. Die Reichweiten dieser ersten Flugzeuge lagen bei etwas unter 5000 Kilometern. Das ist noch nicht sonderlich üppig, damit kommt man noch nicht über den Atlantik. Aber gut, ist halt so. Die fast gleich große Douglas DC-10 konnte zu dieser Zeit tatsächlich auch noch nicht weiterfliegen. Beide gut 55 Meter langen Flugzeuge wurden übrigens damals ganz klassisch mit einem 3-Mann-Cockpit konzipiert und so auch gebaut. Also mit einem Cockpit, das aus zwei Piloten bestand und einem Flugingenieur. Tja. Und ansonsten muss man schon noch dazu sagen, dass die L-1011, so wie die Lockheed TriStar wirklich heißt, dass dieses Flugzeug gerade im Cockpit vom Equipment her deutlich besser ausgestattet war als die Douglas DC-10. Denn man hatte bei Lockheed ganz einfach für einige Teile mal ins Militärregal gegriffen, was natürlich eine ganze Ecke mehr kostet, was man dann wiederum auch auf den Kaufpreis der Maschine draufgeschlagen hat, wodurch die Lockheed TriStar ein gutes Stück teurer war als die Douglas DC-10. Sicherlich nicht ganz förderlich für den Erfolg des Flugzeuges, aber ist halt so. Auf jeden Fall konnte dieses Flugzeug etwas mehr. So war die Lockheed TriStar beispielsweise das erste dafür zertifizierte Flugzeug, um eine Cat-3-Charlie Autoland durchzuführen. Also eine automatische Landung, bei der man tatsächlich rein rechtlich oder auf dem Blatt gar nichts mehr sehen muss. Weder in der Luft noch am Boden. Das konnte die Lockheed TriStar als erstes Flugzeug Mitte der 1970er Jahre. Macht man heute aber trotzdem nicht. Heute ist immer noch Cat 3 Bravo der passende Standard. Auch dort benötigt man keine Entscheidungshöhe, aber eben eine geringe Sicht am Boden. Reicht aber für die reale Welt aus. In der Kabine waren Douglas DC-10 und Lockheed TriStar dann aber wieder sehr ähnlich. Die Fluggesellschaften konnten natürlich entscheiden, welche Konfiguration sie dort in diesem Flugzeug jetzt haben wollten. Also eine typische Sitzplatzanzahl war dann eher so 260 bis 280 Gäste und nicht 400. Aber man hätte es theoretisch ausreizen können. Da kamen dann ganz interessante Dinge zustande, wie zum Beispiel bei TWA Airlines. Die flogen dann mit einer 252-Konfiguration. Sicherlich sehr angenehm, wenn man da den Mittelsitz hat. Wenn gewollt, konnten die Fluggesellschaften in beiden Flugzeugtypen, in der Douglas DC-10 und auch in der Lockheed TriStar, eine Bordküche im Frachtraum parken. Dann wurden die beiden Decks über Aufzüge miteinander verbunden. Sicherlich eine ganz spannende Sache oder tatsächlich guter Punkt, wenn man auf kürzeren Strecken viele Leute mitnehmen möchte, aber nicht ganz so viel Fracht dabei hat. Dann ist das durchaus ein Argument. Jetzt, wo die beiden Flugzeugtypen bei verschiedenen Fluggesellschaften unterwegs waren, jetzt wo die beiden Maschinen in Dienst gestellt waren, hing jegliches Potenzial der Flugzeuge an den Triebwerken. Das maximale Abfluggewicht der Lockheed TriStar konnte über die ganzen Jahre aufgrund der überschaubaren Triebwerksleistung und dem überschaubaren Progress, Fortschritt, den man bei Rolls-Royce mit den RB211 Motoren machte, aufgrund von finanziellen Schwierigkeiten, das maximale Abfluggewicht konnte immer nur Stück für Stück über die Jahre leicht gesteigert werden. Und diesen perfekten Kompromiss zwischen Nutzlast und Reichweite, dafür brauchte man bei Lockheed verdammt lange. Die DC-10 mit ihren, wie gesagt, bewährten CF6-Triebwerken von General Electric konnte hier in kürzeren Zeitraum deutlich größere Schritte machen. Und so dauerte es dann auch gar nicht mehr so lange, bis man die DC-10 dann endlich in der von den Fluggesellschaften geforderten Langstreckenversion ausliefern konnte. Und diese Langstreckenversion machte die DC-10 damals erst richtig erfolgreich. Und Lockheed hatte sowas damals halt einfach noch nicht. Lockheed ließ sich gezwungenermaßen mit leistungsfähigeren Varianten der TriStar eine ganze Menge Zeit. Und erst mit der 250er-Version Ende der 1970er Jahre, oder das vielleicht ein bisschen übertrieben, aber in den späten 1970er Jahren, schaffte man es dann mit einem auf 230 Tonnen erhöhten maximalen Abfluggewicht, was fast 50 Tonnen mehr sind als noch in der ersten Version der TriStar, eine ziemlich akzeptable Reichweite von knapp 7000 Kilometern zu erzielen. Das war alles in Ordnung und die Reichweite konnte mit entsprechend weniger Passagieren dann auch noch etwas erhöht werden. Wirklich gut in dieser Disziplin war dann allerdings erst die auf gut 50 Meter verkürzte 500er Variante der Lockheed TriStar. Bei dieser Version kam jetzt halt alles so ein bisschen zusammen. Man hat die Spannweite des Flugzeuges nochmal etwas erhöht, hatte das große maximale Abfluggewicht zur Verfügung und
die maximal mögliche Leistung bei den RB211 Motoren und damit ging dann jetzt eine Reichweite von knapp 10.000 Kilometern, was natürlich für die meisten Langstrecken problemlos nutzbar ist. Und für eine Zeit lang war die L1011-500 auch das richtige Flugzeug für die deutsche LTU. Am Ende war die Lockheed TriStar im Vergleich zu ihrer direkten Konkurrenz dann doch immer ein kleines bisschen zu kompliziert, brauchte für alles immer ein kleines bisschen länger und die durch die Triebwerke entstandenen Wartezeiten bei der Lockheed TriStar machten jeglichen Technologievorsprung zunichte und das gleichzeitig ja teurere Flugzeug dann auch für die Fluggesellschaften weniger interessant. Aber was man auch noch dazu sagen muss, die Lockheed TriStar war ein vergleichsweise sicheres Flugzeug. 11 Totalverluste gab es mit dieser Maschine, 539 Menschen sind dabei gestorben, was natürlich zu viel ist, aber im Vergleich zur direkten Konkurrenz war das gut. Und selten trug das Flugzeug dabei eine Mitschuld. Heute gibt es keine aktive Lockheed TriStar mehr, beziehungsweise eine Maschine ist noch als aktiv angemeldet. Das ist die sogenannte Stargazer, das Trägerflugzeug für die Pegasus-Raketen. Aber als Passagier sieht man eine Lockheed TriStar heute eigentlich nicht mehr von innen. Tja, und somit ist das Flugzeug eine dreistrahlige Legende, aber ein Erfolg war das Ding nie. In diesem Sinne soll es das heute gewesen sein. Vielen lieben Dank fürs Zuschauen. Ich hoffe, es waren ein paar interessante Infos für euch mit dabei. Und dann freue ich mich sehr auf eure Kommentare, wie immer. Und dann lasst es euch gut gehen. Hoffentlich bis morgen und tschüss.